So, ein paar Minuten Verzögerung, da auf LinkedIn in der Plattform die URLs verändert wurden für den RMTP-Stream, um live zu streamen. Das hat uns gerade vor eine gewisse Herausforderung gestellt, deswegen sind wir heute nur auf YouTube Live dabei. Aber macht nichts, immer wieder was Neues in der Technik. Ich habe heute zu Gast den Stefan. Hallo Stefan. Hallo Paul, grüß dich. Du hast dich vor knapp 2 Wochen bei mir gemeldet, über Johannes, ne? Um das mal zu rekapitulieren. Genau, ungefähr, ja. Genau. So, und 2 Wochen war's, ja. Ich würde mal vorschlagen, damit wir alle abholen, worum es geht, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und warum du dich vor 2 Wochen bei uns gemeldet hast. Gerne. Mein Name ist Stefan Dressler, ich bin Wirtschaftsprüfer, komme aus Traunstein, also ziemlich genau gegenübergesetzt, wahrscheinlich von dir aus Sicht von Deutschland, aus dem tiefen Süden, kurz vor Salzburg. Und ja, ich beschäftige mich, ich bin auch Vorstand im Landesverband in Bayern, Landesverband der steuerberatenden Berufe, und beschäftige mich da vor allen Dingen auch mit betriebswirtschaftlichen Themen. Und dann ist mir bei der ganzen Vorbereitung auf die Mandantengespräche im Herbst, das Thema E-Rechnung ist natürlich gerade heiß, ne? Also wir müssen alle uns mit dem Thema E-Rechnung beschäftigen. Am 01.01.25 startet die E-Rechnungspflicht, und das trifft ja wirklich jeden Unternehmer. Sogar den, der nur ein Vermietungsobjekt unternehmerisch vermietet mit Umsatzsteuer. Also das ist eine weitreichende Änderung. Und ich glaube, in den Köpfen ist es noch nicht so ganz angekommen. Weder bei den Unternehmern und vielleicht auch bei Kollegen, die dann noch gewissen Handlungsbedarf haben. Ja, und dann ist mir die Idee gekommen, das wäre doch ein toller Punkt, jetzt nicht nur mit dem Unternehmer darüber zu reden, was sie zu tun haben, sondern auch einen Ansatzpunkt zu haben für betriebswirtschaftliche Beratung und dann auch vielleicht Cross-Selling, Verfahrensdokumentation verkaufen zu können. Und dann haben wir überlegt, wir gehen da mit einem standardisierten Produkt auf unsere Mandanten zu und bieten denen einen Quick-Check an. Quick-Check E-Rechnung, wo wir kurz analysieren, in einem Gespräch, begrenzter Zeitaufwand, wie sie derzeit dastehen, wie die Rechnungsausstellung, wie der Rechnungseingang organisiert ist, wie die Finanzbuchhaltung derzeit organisiert ist, und können dann vielleicht den einen oder anderen Digitalisierungsunwilligen dazu bewegen, dass er sich mal mit Unternehmen online beschäftigt, mit anderen Plattformen, eben etwas moderner wird. Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Was ist aus deiner Sicht ein Digitalisierungsunwilliger? Jemand, der die Vorzüge der Digitalisierung im Moment noch nicht so hoch erkennt, dass er lieber althergebrachte Systeme, ne? Also bestehende Prozesse laufen. Wie läuft es heute? Es kommt eine Rechnung rein, wenn wir einen Rechnungseingang nehmen, Rechnung kommt rein, vielleicht in Papier, vielleicht als PDF, und dann gibt es irgendein System im Unternehmen, wie das gemacht wird, und never change a running system, das läuft. Und wir haben alle Personalmangel, es gibt Fachkräftemangel, jeder hat keine Zeit. Das heißt, man lebt halt seinen Prozess, und den Mehrwert, den man haben könnte durch geschickte digitale Prozesse, der ist im Moment nicht so hoch erkannt, und das ist für mich ein bisschen Digitalisierungsunwille, da den Weg zu gehen. Das heißt, diese Mandanten, die sich so weiterhin aufstellen, sagen, es ist mir egal, was bei euch in der Kanzlei passiert, weil es läuft, wie ihr das in der Kanzlei löst, ist auch nicht das Problem von mir als Mandant, macht. Zum Beispiel, ja, oder auch die einfach sagen, ich habe meinen Weg, der passt für mich, ich zeichne mit meiner Unterschrift die Rechnung frei, und dann gebe ich die meiner Buchhaltungsmitarbeiterin, meiner Büromitarbeiterin, und was die dann damit macht, weiß ich nicht, oder ist mir auch egal. Die muss dorthin. So, die muss dann irgendwann in die Buchhaltung, ob die beim Steuerberater ist, ob die im Haus ist, erstmal völlig egal. Aber so diesen weiteren Schritt zu gehen und zu sagen, was kann denn die Technik für mich tun, was könnte ich denn jetzt vielleicht auch Prozesse umgestalten, um schneller zu werden, um effizienter zu werden, das wird oftmals noch nicht gegangen. Und, okay. Worauf ich eigentlich hinaus will, eigentlich ist doch diese E-Rechnung, die jetzt kommt, ein Treiber des Egoismus und des Ellbogen für die Kanzlei. Weil wenn ihr einen Digitalisierungsunwilligen habt, könntet ihr als Kanzlei auch sagen, wir arbeiten mit dir nicht mehr zusammen, wenn du deinen Prozess nicht veränderst. Ja, könnte ich natürlich tun. Aber jetzt hast du eine Änderung auf der Finanzverwaltungsseite mit der E-Rechnung, wo du dich dahinter verstecken kannst, sagen kannst, du musst jetzt was ändern. Und wir als Kanzlei profitieren auch davon. Ja, genau. Also ich kann natürlich jetzt das nutzen und kann es geschickt verkaufen. Das ist klar. Das ist ja wie bei der Verfahrensdokumentation schon immer. Die Finanzverwaltung hätte gerne Verfahrensdokumentation, also kann ich sie verkaufen und mache mein Geld damit. Prüfer fragt selten danach derzeit, aber ich kann es natürlich hochhalten.
Andererseits kann ich aber als Kanzlei auch den Weg gehen und könnte sagen, naja, das Thema E-Rechnung ist mir doch eigentlich egal, bei mir kommen die Daten irgendwie an und ob du nachher letztendlich bei einer Betriebsprüfung rauskommst, du warst jetzt nicht vorsteuerabzugsberechtigt, wenn ich dich gewarnt habe, habe ich meine Berufspflichten erfüllt, deine Entscheidung kann ich jetzt auch nichts machen. Also ich muss das jetzt nicht gehen, aber wenn ich sagen will, ich bin ja Berater, der tatsächlich dem Mandanten, also wenn ich den Beratungsansatz pflege und nicht nur Deklarationen mache, dann ist es meine Aufgabe jetzt zu schauen, was kann ich denn für den Mandanten tun. Und das sehe ich tatsächlich nicht als, ich setze jetzt meine Prozesse durch, weil meine Prozesse im Regelfall ändern sich jetzt nicht wirklich. Also natürlich habe ich vielleicht einen besseren Beleg, ich habe einen originären E-Rechnungsbeleg mit XML-Datensatz, ich muss keine OCR-Erkennung über ein Textdokument laufen lassen oder über ein Bilddokument. Das hilft mir natürlich in meiner Arbeit. Aber im Grunde genommen, wenn meine Kanzlei heute schon digital aufgestellt ist, dann hat es für mich nicht den Rieseneffekt. Der Effekt ergibt sich daraus, dass ich die Prozesse bei Mandanten besser kenne. Ja. Okay, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe mit dem Digitalisierungsanliegen. Alles ah, gut. So, und dann habt Genau. ihr, seid ihr weiter Genau, vorgegangen, und wie ihr dann das haben Thema wir, anbringt? genau, und dann haben wir natürlich gesagt, wir rechnen damit, dass wir diesen Digitalisierungscheck bei vielen Mandanten verkaufen können, weil in jedem Telefonat mit Unternehmen habe ich diese Themen, ne? Lieber Unternehmer, weißt du, es kommt die E-Rechnung, wie fit bist du, was soll ich dir erklären? Das ist ja alles irgendwie allgemeiner Beratungsansatz, da kann ich auch Geld dafür verlangen. Also dem Mandanten zu erklären, es kommt die E-Rechnung und was bedeutet das für dich? Oder hier hast du ein Merkblatt, lies das mal. Das muss im Preis der Steuerberatung irgendwo drin sein, so zumindest meine Philosophie. Und dafür bin ich Berater, ich will ja, dass der sich an mich wendet. Wenn es jetzt aber weitergeht und ich sage, okay, jetzt schauen wir uns mal deine Prozesse an, wie bist denn du aufgestellt, bist du e-rechnungsfähig und was könnten wir tun und was wäre vielleicht sogar noch Prozesseffizienz mehr möglich, dann ist das durchaus ein Produkt, das ich verkaufen kann. Und da haben wir gesagt, wir brauchen einen hohen Leverage, also schnelles Produkt, standardisierte Vorgehensweise, standardisierten Bericht. Und dann haben wir uns eben diesen Fragebogen für uns entwickelt, für diesen Quick-Check, eine Berichtsvorlage dazu entwickelt und haben eine technische Lösung gesucht, die umzusetzen. Ja, und dann haben wir gesagt, nachdem wir OptiTax für Verfahrensdokumentation kennen, nachdem das eigentlich genau das Thema von OptiTax sein müsste, fragen wir euch halt einfach mal, was ihr von der Idee haltet. Und dann haben wir es einerseits angefangen, ihr hättet ja auch Nein sagen können, in AP-Conform zu setzen, in der Datenwelt. Und andererseits haben wir gesagt, wir sprechen dann mit euch und schauen, was passiert. Und dann sind wir hier gelandet. Genau. So, und dann hast du letzte Woche Mittwoch uns die Vorlage geschickt, wie es am Ende als Bericht aussehen soll, auch mit den Fragestellungen. Wir werden es auch gleich mal in der Software zeigen. Und die letzten 2 Tage hast du mit Fabian und Thies das technisch begleitet und umgesetzt. Mich würde mal interessieren, wie war das für dich mit den beiden? Total unkompliziert. Also letztendlich hatten wir einen gemeinsamen Teams-Chat und wenn es eine Frage gab, habe ich reingeschrieben, dann wurde die beantwortet. Wenn es Klärungsbedarf gab, dann haben wir eine kurze Videokonferenz gemacht. Also ich glaube für beide Seiten recht, zumindest von meiner Sicht, auch total unkompliziert. Ja, schön. Das freut Schnell mich. und auch verständlich. Also Ja. Ich habe jetzt gerade, also ich habe heute Morgen um 9 Uhr ein Briefing bekommen von Thies, was ihr gebaut habt in den letzten 2 Tagen, hatte mir gezeigt, wie das aussieht. Ich habe jetzt gerade vor 20 Minuten, eine halbe Stunde die Installation gemacht von dem Installer von heute Nacht. Und ich würde dann mal euch alle einladen, auf meinen Bildschirm zu schauen, dass ihr seht, was daraus geworden ist. Ich lege mal einen neuen Mandanten an, den hole ich mir aus dem Dativ-System. Nehmen hier die Muster GmbH, damit wir schon ein paar Daten mit drin haben. Und wir brauchen hier nur das Modul der Dokumentation. Das heißt, alle anderen Sachen blende ich hier mal aus. Darunter legen wir ein neues Projekt an vom Typ Prozess- und Verfahrensdokumentation. Und jetzt sehen wir schon eine neue Sache, und zwar hier diesen Punkt E-Rechnung. Das heißt, ähnlich wie während der Pandemie, wo wir die steuerlich relevanten Besonderheiten hatten für die pandemiebezogenen Dinge, haben wir jetzt hier eine Relevanz als Filter zur Verfügung gestellt, dass ich jetzt hier an der Stelle sagen kann, ich möchte nur die E-Rechnung in diesem Projekt erstmal tun. Du hattest ja gerade eben gesagt, dass das Ziel ist, auf Basis des Quick-Check mit dem Mandanten in eine detailliertere und tiefere Prozessberatung zu gehen, was ich dann, wenn ich die anderen Filter wieder aktiviere, im Rahmen der Prozess- oder Verfahrensdokumentation tun kann. So, dann geben wir Genau. dem Projekt einen Namen. Na. Check E-Rechnung. QE nennen wir das mal. Und springen hier durch. Das Ganze könnte ich hier ebenfalls auch schon über die BAFA-Förderung mit laufen lassen, würde es vielleicht nur ein bisschen komplexer machen. Ihr habt euch für das Thema vorgenommen, du sagtest vorhin, es muss sein, was schnell durchläuft, das heißt festes Honorar.
Genau, wir haben gesagt, wir verlangen 250 Euro netto als Pauschale und haben natürlich intern irgendwo eine Zeitbudgetkalkulation. Wie gesagt, 2 Stunden sind gleich mal zusammen mit allem. Aber dazu muss es halt standardisiert durchlaufen und Ziel ist natürlich, das unter den 2 Stunden abzuwickeln. Aber das ist der Preis, wo wir sagen, der ist vertretbar, den wird sich wohl jeder leisten können, der irgendwo im Unternehmerischen tätig ist. Und der bietet halt ein schönes Einstiegsprodukt. Natürlich wollen wir auch, dass der Mandant dann was erhält für sein Geld, also für die 250 Euro. Deswegen war uns die Berichtskomponente auch so wichtig, dass wir einen wirklich validen Bericht liefern können, wo der Mandant dann was hat und sagt, okay, ja, ihr habt mich darauf hingewiesen. Weil unser Problem ist ja immer, dass die Mandanten 2 Jahre später kommen und sagen, hättet ihr mir das mal erzählt? Ja. Ja, der Klassiker. So, ich habe jetzt das Projekt geöffnet. Der größte Unterschied ist zum normalen Verfahrensdoku-Projekt, dass wir hier unten links eine Limitierung in den Berichtskapiteln haben. Wir sind gerade in den allgemeinen Informationen drin. Da sind jetzt alle relevanten Felder soweit gefüllt, sofern sie aus DATEV, aus über die Schnittstelle gekommen sind. Und das, was ihr gebaut habt, ist hier in dem Bereich der steuerlich relevanten Besonderheiten, hier im Bereich der Quick-Check-E-Rechnung drin. Das heißt, wir haben jetzt hier links einen Fragenkatalog. Und wir haben hier oben rechts im Live-Reporting einen neuen Bericht, der heißt Quick-Check E-Rechnung, wo hier am Anfang schon Felder, Sachen ausgefüllt drinstehen. Diese Texte sind von euch bereitgestellt worden. Das genau, das ist richtig. Die sind dann ja auch so in der Form allgemeingültig, würde ich jetzt mal annehmen. Ja, also wir haben versucht, sie so allgemeingültig und nutzbar zu halten, dass die wirklich für jeden passen. Okay. So, und dann habt ihr gesagt, dass ich hier links jetzt durchlaufe und die anfange, die Sachen zu pflegen. Und dann hatte ich auch gesehen in der Vorlage, die ihr gemacht habt, dass ihr gewisse Texte hier mit zur Verfügung gestellt habt. Diese Texte sind ja nicht für den Mandanten, sondern für den Berater, Mitarbeiter, der das mit dem Mandanten durcharbeitet. Genau. Also wir sind einfach davon ausgegangen, nicht jeder ist jetzt in dem Thema E-Rechnung fachlich so tief drinnen, dass er wirklich da von A bis Z alles beraten kann. Und manche Fragen erschließen sich jetzt nicht aufs Erste. Also wir fragen im Quick-Check zum Beispiel ab, die Art der Besteuerung, ne, sieht man jetzt hier. Ist er Sollversteuerer, ist er Istversteuerer, wenn wir jetzt auf deinem Bildschirm schauen. Und das hat für die E-Rechnung keine Bewandtnis. Jetzt könnte sich natürlich der Berater, der das anwendet, sagen, was soll das Ganze? Letztendlich brauche ich diese Aussage tatsächlich für den Quick-Check nicht. Und wir erklären halt darunter, warum stellen wir diese Frage? Also warum sind jetzt diese Fragen dort enthalten, selbst wenn sie aufs Erste vielleicht nicht relevant erscheinen? Okay, das heißt, ich gehe das Ganze jetzt mit dem Mandanten durch oder kann ich das schon in der Kanzlei vorbereiten, weil ich Informationen über den Mandanten habe? Ja, da sind viele Dinge drin, die in der Kanzlei vorbereitet werden können, auch auf Mitarbeiterbasis, also ob das jetzt der Buchhalter ist oder der, den ich für Verfahrensdokumentationsthemen vielleicht habe, ob das auch ein Steuerassistent ist. Also das kann ich wirklich auch in einer niedrigeren, sage ich jetzt mal, Stufe vorbereiten lassen, weil es viele Stammdaten sind, die wir auch haben. Auch so ein bisschen der Hintergrund, Stammdatenpflege in Kanzleien ist immer ein Thema. Sind die gepflegt? Wer pflegt sie? Und ich kann gewisse Dinge einfach mir nochmal in den Fokus nehmen. Ja. Also da kann ich viel vorbereiten. Ja. Genau. Dann ist es auch so, dass ihr halt auch If-Klauseln, hattest du es genannt, im Telefonat letzte Woche eingebaut habt. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einen Punkt, steuerliche Betriebsprüfung innerhalb der letzten 10 Jahre, habe ich jetzt mal Ja angeklickt, dadurch sind die Folgefelder hier dazugekommen. Das heißt, das Ganze ist auch verschachtelt auf Basis der Antworten, die ich hier gebe für denjenigen, der das Ganze ausfüllt. Ja, das ist also für uns natürlich super, weil wir haben es ja bisher in Excel angedacht gehabt. Wenn sich das natürlich ein- und ausblendet, dann ist es halt extrem bearbeiterfreundlich. Und zum Beispiel jetzt auch die Frage nach der letzten Betriebsprüfung, das eröffnet mir halt schönen Gesprächsbedarf mit Mandanten oder schönes Gesprächsgrundlage. Wenn ich mir vorher anschaue, wann war die letzte Betriebsprüfung, droht da vielleicht was, auch dann neuen Größenklassen nach der BPO, wo ist der jetzt drinnen? Das ist ja das, was die Mandanten immer an uns bemängeln, an uns Beratern, dass wir keinen aktiven Beratungsansatz haben. Und hier können wir wirklich aktive Beratung mit wenig Aufwand dem Mandanten das Gefühl geben, er ist jetzt aktiv beraten worden, er kriegt sogar noch einen schönen Bericht. Ja, und ich habe tatsächlich die Möglichkeit, auch da einfach vielleicht noch fit für die BP zu verkaufen, nachher für den Mandanten. Kann ich ja Ja. machen.
So, ich habe jetzt mal in der Zwischenzeit ein bisschen was ausgefüllt und jetzt scrolle ich mal hier rechts an den Bericht ein bisschen runter. Und jetzt habt ihr auch ganz konkret Handlungsempfehlungen auf Basis der Angaben, die ich gemacht habe, mit in den Bericht eingebaut. Was ist das Ziel dieser Handlungsempfehlung und vor allen Dingen für wen? Für euch in der Kanzlei oder für den Mandanten? Für beide. Also zum einen ist es so, wir wollen das Bewusstsein schärfen beim Mandanten, dass er was zu tun hat. Weil viele sagen sich ja, naja, aufgrund des zweistufigen Einführungsprozesses bin ich ja frühestens am 1.1.28 jetzt dran, E-Rechnungen zu versenden. Das Thema interessiert mich nicht. Ich warte mal, das regelt sich schon alles. Ne? Das wird schon irgendwie gehen. Und dem heute zu zeigen, ja, du kannst entspannt sein, weil du bist ganz gut vorbereitet, aber trotzdem hast du To-Dos. Das ist so das Ziel für den Mandanten. Das eine Ziel, das andere Ziel für den Mandanten ist auch ganz konkret zu zeigen, einfach aus der Erfahrung raus, wenn du einen bestimmten Weg gehst, also beispielsweise du kriegst viele Rechnungen Papier, du scannst die nach der internen Freigabe ein und legst sie aber nicht der Buchführung zugrunde, sondern legst sie in Papier ab, dann arbeitest du eigentlich ja an der Technik ein bisschen vorbei und du könntest hier wirklich aus Effizienzgründen enorm profitieren, könntest dir auch intern Geld sparen, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit einem Steuerberater am FIBO-Honorat, wobei das natürlich nicht der Fokus ist, sondern erstmal der Fokus, interne Prozesskosten zu sparen. Immer versucht zu zeigen, du hast hier Potenzial drinnen. So, einfach den aktiven Beratungsansatz. Also das ist die Handlungsempfehlung für den Mandanten. Und für uns als Kanzleinutzen ist es natürlich auch wieder zweistufig. Einerseits, ich kann sagen, ja, schau mal, ich habe dich beraten und hier ist sogar Beleg dafür. Und das Zweite ist, was ich zeigen kann, ist, schau mal, ich habe hier eine Handlungsempfehlung und zufälligerweise bieten wir hier ein Produkt an, was dazu passt. Also wollen wir nicht gemeinsam vielleicht was umsetzen. Okay. So, und dann zu guter Letzt, letzte Seite, Punkt 7, unterschreibst du als Berater den Bericht. Genau. Bekommst du noch irgendwo eine Bestätigung vom Mandanten unterschrieben zurück, dass er das zur Kenntnis genommen hat? Nein, das habe ich nicht. Also jetzt für unseren Weg, den wir haben, wir stellen es sowieso digital zur Verfügung. Ich habe über den Übermittlungsweg, kann ich beweisen, dass der Mandant das bekommen hat. Ich rede ja mit dem auch darüber. Ziel ist ja nicht, dass ich ihm das schicke und dann sehe ich den 2 Jahre nicht mehr, sondern Ziel ist ja danach zu fassen, mit dem Mandanten ins Gespräch zu kommen, Termine darauf aufzubauen. Also das habe ich jetzt für nicht notwendig erachtet. Ja. Was ich mir schon vorher hole, ist vorher eine Auftragsbestätigung. Also standardisiert eine Auftragsbestätigung rausschicken, die wir im Standort vorbereitet haben. Wenn der Mandant mich beauftragt, dann kriegt er die her, kriegt den Preis genannt, kriegt die AGBs übermittelt, dass ich genau sagen kann, du hast mich beauftragt, ich darf das jetzt tun. Okay. Und vielleicht noch ein Tipp für die Kollegen, die zuhören. Wir bauen in solche Auftragsbestätigungen immer No-Show-Klauseln ein, die man vielleicht aus dem Gastrobereich kennt. Wenn der Mandant also im Bearbeitungsprozess dann sagt, das ist mir jetzt alles zu doof, ich will die Fragen nicht beantworten, wir warten jetzt doch, dann wäre ich nach unserem Vertrag durchaus berechtigt, das Honorar zu verlangen. Ja. Ein Punkt noch. Du sagtest vorneweg, das Ganze passiert hier in der Oberfläche, die wir gerade gesehen haben. Das ist nicht, dass der Mandant das als ein Interview in der Cloud bekommt und selbst ausfüllt, sondern ihr genau, das schon so handhabt, mit dem Mandanten gemeinsam das zu tun. Ja, das wäre mein Weg. Das kann man vielleicht anders sehen. Mein Weg ist, ich will ihm verkaufen, dass er individuell beraten wurde. Und je mehr er Standard sieht, desto weniger fühlt er sich individuell beraten. Zudem ist es ja so, er wird dann bei den Fragen vielleicht nachfragen, was ist denn damit gemeint? Und deswegen, das ist ein Beratungsgespräch, wo ich wirklich den persönlichen Beratungsansatz auch nochmal hervorheben kann. Deswegen habe ich da auf ein Cloud-Interview verzichtet. Ja, okay. Gibt es von deiner Seite Punkte, die wir jetzt vergessen haben, die bei der Handhabung dieses Quick-Check-E-Rechnung wichtig und relevant sind? Ja, man sollte vielleicht noch kurz über den Umfang sprechen. Ich habe ja schon gesagt, manche Fragen habe ich beurteilt, würde ich stellen, weil ich sie für sinnvoll halte, auch wenn sie vielleicht nicht zwingend für den Quick-Check notwendig sind. Also wenn wir nochmal hingehen, die Frage nach der letzten Betriebsprüfung, kann man ja auch sagen, warum stelle ich die? Und da ist es schon so, das ist natürlich auch eine Schwäche von OptiTax als solches. Ihr habt eine Taxonomie ist starr und ich muss mich in dieser Taxonomie bewegen. Und da muss ich halt darauf aufpassen, dass ich mich auch an diese Taxonomie halte, weil sonst kommt im Bericht nachher Schwachsinn raus. Weil es kann sein, dass mit diesen verschachtelten Bedingungen die Antwort auf eine Frage nicht
Also die löst eine andere Frage aus, aber auch im Berichtsteil löst sie wieder was anderes aus. Und wenn ich jetzt die Antwort nicht gebe, dann kommt mir auch auf die Frage vorher vielleicht keine Berichtskomponente. Und da muss ich schon darauf aufpassen, dass ich wirklich einmal alle Fragen durchbeantwortet habe. Das geht ja auch recht schnell. Das meiste sind Ja- und Nein-Antworten. Und da gibt es auch wenig Diskussion. Entweder das ist Ja oder das ist Nein. Aber da muss man darauf aufpassen, dass man tatsächlich einmal alles sauber durcharbeitet. Am Ende hilft diese strikte Vorgehensweise allerdings auch Nichtwissenden oder im Thema Vertieften, das Ganze mit dem Mandanten abarbeiten zu können. Weil irgendwann wird es ja auch eine Art, ich sag mal, Ressourcenthema geben, wie viele Mandanten man damit abgebildet bekommt bis zu einem gewissen Termin. Ja. Also deswegen haben wir versucht, da eben möglichst viel auf Leverage zu gehen und zu sagen, wir standardisieren so viel wie möglich und machen es auch so, dass wir möglichst viel vorbereiten können, weil tatsächlich das Gespräch mit Mandanten eigentlich nicht länger dauern darf als eine halbe Stunde. Mhm. Ja, okay. Ja, wertvolle Insights. Vielen Dank dafür, dass du sie geteilt hast. Wir werden jetzt noch ein paar Fehler beheben, die bei den letzten Tests durch Masoud und die anderen Tester herausgekommen sind. Ziel ist, dass wir diese Woche am Freitag das Update veröffentlichen und dann wird diese neue Funktion in der Taxonomie der Verfahrensdokumentation enthalten sein. Dann bin ich noch von der Regie gebeten worden, auf das ESRS-Webinar nächste Woche hinzuweisen. Da geht es um die Themen S2, S3 und S4. Auch wenn die deutsche Umsetzung des Gesetzes der EU in nationales Recht noch auf sich warten lässt, bleibt das Thema dennoch spannend. Und der Steve und ich werden uns den Berichtsbestandteilen S2 bis S4 widmen und euch dort abholen, worum es in diesen Berichtsbestandteilen geht. Stefan, vielen Dank für deine Zeit und die Insights. Und ich bin gespannt auf das Feedback aus dem Schwarm der Anwender, die dann vielleicht ab nächster Woche Montag damit arbeiten und auch auf euer Feedback, wenn ihr dann live damit arbeitet. Ja, vielen Dank für die Einladung heute und natürlich auch für das echt, ne, du hast ja gesagt, 2 Wochen Ritt, sehr cool. Wir freuen uns darauf, dass wir uns anwenden. Danke. Ja. In dem Sinne, allen noch einen schönen Mittwoch und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.